Minecraft-Schrank kriegt immer voll die Abspacks beim Schlafen. Kein Wunder, ich meine, der hat einen Jan-Kit bei sich. Ja, ich hab grad aufgenommen, weißt du? Ja, genau, das sagst du natürlich jetzt. Was? Ja, du hast glaube ich das Pipi gehört. Okay, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Unschwer zu überhören, DC finde ich dabei. Und ihr seht auch, mir ist ein riesiger Fail passiert bei der letzten Aufnahme. Die letzte Aufnahme war nämlich die komplette Welt und die ist irgendwie gelöscht worden. Wo bleibt dein Fail? Was? Achso, ja, das habe ich vergessen. Okay. Das kommt nur spontan. Okay, ich würde dann einfach sagen, ohne euch, damit ich euch die Level nicht vorenthalte, nehme ich einfach nochmal neu auf. Und aus dem Grund, ja, starte ich jetzt einfach nochmal neu. Die gesamte Welt. Die war ja so schön, die Welt. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht was gemeint ist, wenn die jetzt so schwer war, weil ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich ganz ehrlich zugeben, ich habe Donkey Kong Country noch nie gespielt. Aber Returns, oder? Nee, eben nicht. Gar kein. Das ist ja auch nur das Remake. Ich habe noch nie wirklich einen Donkey Kong durchgespielt. Außer jetzt, ja, der Vorgänger von Mario vs. Donkey Kong von Game Boy. Das habe ich schon mal gezockt. Ach aber so. Das ist, ja auch, das ist ja eigentlich auch mehr ein Mario-Spiel. Cool. Ich hasse Mario vs. Donkey Kong. Gründe dafür weißt du, glaube ich, eh. 6 Jahre Durchspielzeit. Ich sag nur, wir sind nach links gelaufen und wussten nicht, was Springen ist. Ich habe 6 Jahre fürs Durchspielen gebraucht. Ja, 2 Jahre dafür, um zu wissen, wie man springt. Und danach, als ich gedacht habe, jetzt habe ich endlich Endboss besiegt, der war sowieso so Horror, ne? Habe ich ihn, saß ich ungefähr, keine Ahnung, wie lange dabei am Endboss. Keine Ahnung, vielleicht 2-3 Monate saß ich dabei. Am Endboss. Nur am Endboss. Bin ungefähr 15 Mal Game Over gegangen. Und dann habe ich gedacht, oh, endlich durchgespielt, ne? Und dann noch so, Donkey Kong entführt die Mini Marios nochmal, nur diesmal Plus Welt. Ich hab Nergal besiegt und dann kam der hässliche Drache und ich durfte noch ein Endboss besiegen. Kommt drauf an, wie lange hast du jetzt Zeit? Ja, nimm ruhig auf, also ich hab Zeit. Die letzte Aufnahme von der Welt hat ungefähr 45 Minuten gedauert. Dann brauchst du jetzt ungefähr 25. Genau, ich bin ja gerade nur 3-mal gestorben. Sorry, ich meinte 50. Hast mich gehört, ich hab 50 gesagt, das hörst du nicht zu. Nee, du musst deinen Co-Kommentatoren schon zuhören, Ultra, ne? Geht gar nicht. Kann ich nicht. Hatte noch nie jemanden dabei bei meinen Wii Let's Plays. Dann wirst du jetzt daran gewöhnen müssen. Genau. Jede Aufnahme Co-Kommentator dazu. Hahaha, so schnell lass mich nicht mehr los. Ich habe ja so ein 11x11-Feld runter bis zur 12. Ebene gegraben, ja? Mhm. Bin schon wieder gestorben. Du stirbst echt oft. Und weil mir das mit der Leiter immer so lange dauert, lasse ich mich immer ganz normal nach unten fallen und fange mich dann im letzten Moment bei der Leiter auf. Cool. Ich bin schon ein paar Mal deswegen gestorben. Muss man auch können. Ja. Wir könnten ja mal mit Minecraft so privat spielen auf meinem Server, einfach so ein Haus bauen. Also ich kann sogar aufnehmen, ich habe schon mal Minecraft ausprobiert aufzunehmen. Ja, ich kann damit nicht spielen, muss ich zugeben, wenn ich aufnehme. Ich glaube aber, dass ich dann ohne Text Logic spielen müsste, weil das jetzt schon. Boah. Ja, das wäre halt dann Riesenquali und so und Riesenrender und so und. Aber ich hab's schon mal aufgenommen, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich mach das. Singleplayer, ich weiß nicht, wie das mit Multiplayer ist. Ja, kommt drauf an, entweder leckt der Server oder die Aufnahme leckt. Wenn der Server leckt, ist das schon mal irgendwie doof. Weil da kann man ja an sich nichts abbauen, das ist so. Ja, bei den Server muss ich zugeben, geht das, also bei dem PC geht das leckt das eigentlich nicht so jetzt. Nicht so derbe wie beim letzten. Bei Iggy Server.
Nee, bei denen nicht. Auf meinem alten PC. Hatte ja mal einen alten. Das ist jetzt der neue. Ich bin immer noch am Stein transportieren. Und ich hab's endlich bis zur Mitte des Levels geschafft. Yeah, Midpoint, den du so normal gehabt hättest. Ja, Leute, wir haben vor der Aufnahme nochmal schnell, also Ultra hat nochmal vor der Aufnahme schnell die Levels durchgespielt, damit ihr auch die ganzen Levels eben nicht von der Mitte raus. Weil das wäre sonst ein bisschen epic. Das war eine Qual. Tut mir das nie wieder an. Müsste vielleicht das Ganze nochmal machen. So, das ist jetzt auch das letzte Secret in der Welt für die Leute, die Secrets suchen und mich dabei brauchen, obwohl mich sowieso keiner braucht. Ja. So, also das Level habe ich jetzt beim letzten Mal in ungefähr 5 Versuchen zu Ende geschafft. Mal sehen, wie lange ich jetzt brauche in der Aufnahme. Vorführeffekt. Hab jetzt schon nur noch einen Affen. Wie, Didi oder Donkey? Didi tot. Didi tot. Ich mag Didi, Didi ist irgendwie cool. Ja, Didi ist cooler als Donkey. Wenn ich ein Together machen würde mit irgendjemandem, Donkey Kong, dann würde ich Didi nehmen. Der andere kann von mir aus Donkey spielen. Wen willst du spielen, Donkey oder gar keinen? Oh, hier gab's einen Cheat. Warte, so. Nee, funktioniert nicht mehr. Gut. Man kann sich hier nämlich das ganze Level überspringen jetzt. Ich versuchte das zu kriegen. Das habe ich nämlich vorhin offscreen geholt. Dadurch habe ich auch das Level geschafft. Sonst hätte ich, glaube ich, noch länger gebraucht. Genau. Eigentlich wäre dann schon das vierte Mal, aber okay. Hui, Affe tot. Mann! Ich finde das Secret nicht mehr. Ja, es sind eh nur ein paar Stunden, die ich jetzt aufnehme, okay? Ist die Winterwelt, in der hat Funk Royal kläglich versagt. Wegen der Welt wollte er das Let's Play, glaube ich, abbrechen. Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Ich Echt? weiß gar nicht mehr, keine Ahnung. Ich meinte, ich hätte es aktuell verfolgt gehabt, aber ich habe das irgendwie alles wieder vergessen. Okay. Keine Ahnung. Genauso wie ich mit Paper Mario, ne? Ja, genau. Wusste ich auch nicht mehr, dass man eigentlich mit Powerwork-Modus einsetzen muss. Ja. Das ist auch sehr tricky, muss man schon sagen, dass man das Spiel ohne Items da eigentlich nicht mehr spielen kann. Außer man konnte. Ja, ich meine jetzt aber, wenn man kein Geld mehr hat, ne? Und nur 10 HP. Nee, da kann man immer noch kontern. Ja, wenn man es einmal nicht schafft. Game over! Da muss man halt eben Epic Pro sein. Oh, bin schon wieder tot. Ich habe ein Leben bekommen und ein Leben verloren. Nee, geht nicht mehr. Die Kongbuchstaben kann ich jetzt nicht mehr einsammeln. Ja, du kannst ja irgendwie. Du kannst ja. Ja, keine Ahnung. Ich kann Bananen sammeln. Ich hatte einmal 999. Ich hatte mal 99 Leben. Jetzt habe ich nur noch 94. Ich hatte mal 99 Leben. Dann hatte ich eins gegessen. Dann hatte ich nur noch 98. Genau. Heinrich mag Leben. Bin schon wieder tot. Langsam habe ich keinen Bock mehr. Ich überlege, ob ich das Level einfach überspringen soll. Ich will Heinrich quälen. Ich hab's geschafft, okay. Hab das Sieg mitgefunden. Schön. Endlich vorbei, das Level. Das habe ich, glaube ich, bei der Originalaufnahme auch geschafft, das Level. Nur durch das Secret.
Tschüss. Okay, Level geschafft. Stellst dir einfach vor, wie die jetzt hier so tanzen, die Affen. Kommt ja jetzt nicht mehr, weil ich das Level schon geschafft habe. Jo, ich kenne jetzt irgendwie gar nicht die Musik von dem Teil. Ich konnte das mal, weil ich ja auch das Plays und so gesehen habe, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Komm. Das ist eben alles schon lange her. Spring im Rhythmus mit dem Krokodil. Ihr seht das jetzt alles, Leute. Ihr könnt mir dann ja sagen, wie das aussieht. Oder ich guck's mir dann einfach selber an. Ja. Das wird auf Ultra Zockt hochgeladen. Ja.